Tja, da bin ich wohl zur Motte geworden, oder eher gesagt zum Schmetterling. Ich spiele diese Runde mal Kock als ADLer. Die Gruppe hat sich dazu entschieden, mich den ADCler machen zu lassen als Last Pick, was wirklich ein absoluter schlechter Witz ist. Weil ich bin ein absolut grottiger ADLer. Ich kann zwar den Leuten sagen, wie sie sich am besten hinstellen können, weil das sehe ich sofort, aber wenn ich selber jemanden spiele als ADLer, dann, ja, dann fällt ich damit grottenschlecht ab. Von dem her, ich habe keinen Plan, wie das Ganze laufen wird. Die wollen oben direkt erstmal den roten klauen. Ich hoffe mal, dass das wird auch klappen. Das ist eigentlich ein recht großes Risiko dafür, dass sie dann nur zu zweit im Moment sind. Die holen sich jetzt noch, oder gesagt, Gangplank kommt noch mit dazu. Mit etwas Glück, wenn sie das schnell genug hinkriegen, könnten die theoretisch da oben noch gleich einen Gank machen. Also wie es aussieht, das sieht sogar recht gut aus im Moment. Ja, da brauche ich nicht mal weiter gucken. Den roten haben sie in der Tasche. Und ja, nehmen wir das ist dann doch ganz schön. Womit ich mit... Oh, scheiße. Das war ein schöner Stun, aber sie stirbt trotzdem. Weil Kassadin die Augen nicht auf hat. Ich verstehe es nicht, ey. Der hätte jetzt so leicht jetzt runtergehen können und direkt einen Kill holen, aber nee. Das war wohl anscheinend nicht so sein Ding. Darauf hatte er keinen Bock gehabt. Er möchte viel lieber ohne Kills bleiben. Deswegen kümmert er sich weiter darum, Lux irgendwie in die Irre zu führen mit wilden Herumgewedel und Rumgehen. Oder eher gesagt, rumschweben, ohne überhaupt irgendwas zu machen. Man sieht es hier sehr schön, er benutzt... Ah, er nimmt doch noch mal hin und wieder ein Skill. Das war wahrscheinlich eher ein Missklick, den er auszusehen gemacht hat. Aber gut, man kann ja nicht davon ausgehen, dass alle Leute mal nicht unbedingt gerade besoffen oder bekifft spielen. Das ist sowieso das, was mir in der letzten Zeit sehr oft aufgefallen ist. Es sind zu viele Leute unterwegs, die sich mal denken, ah ja, ich spiele mal besoffen im Ranked. Kann man ja machen. Ist ja total geil, weil besoffen spielt sich ja so viel besser. Los, komm her, Ali. Stinker. Da oben mal schnell noch versuchen, den Minion mitzukriegen. Ach, fuck, das war schon zu spät. Aber dafür, dass ich eigentlich im Normalfall richtig schlecht bin als ADLer, habe ich schon mal das First Blood gerissen. Aber ich wette unter Garantie, 20 Leute haben sich gerade eben schon aufgeregt, warum ich gerade eben auf Woli gegangen bin, anstatt auf Grievous, den ich hätte platt machen können. Ich hätte mir auch ganz schnell so gesehen noch ein Skill-Upgrade dazu holen können, aber die Skill-Upgrades, die verteile ich leider immer per Maus. Und ehrlich gesagt, ich hätte da jetzt leicht einen Double-Kill reißen können. Aber ich denke mal, jetzt wisst ihr auch schon, wieso ich immer noch auf Bronze festhänge. Den Slow hole ich mir auch noch nicht, den hole ich mir nämlich erst später. Das liegt aber auch daran, weil der... Oh, was macht sie? Nein! Toll, jetzt habe ich extra wegen ihr den dicken Minion weggeschmissen, ey, scheiße. Was macht die da? Soll es gefälligst lassen? Aber wenigstens kann ich gut farmen, das ist ein Teil. Muss ich nur noch gleich ein bisschen Schaden dazu kriegen. Ich weiß auch nicht so ganz genau, wie ich als erstes baue. Im Normalfall gehe ich eigentlich eher hybridmäßig los. Das heißt, Skinso hole ich mir dann meistens auch noch
Er hat andere schöne Sachen, die mir auch ein bisschen AP dazu geben, so gesehen. Damit ich mich dann nachher hier über die Barrage dann richtig, richtig viel Schaden rausprügeln kann. Und wie gesagt, das muss ich jetzt mir erst noch überlegen im Spiel. Ich habe da jetzt noch keinen Plan, wie ich den aufbauen will oder werde. Also ich werde wohl hauptsächlich über die Barrage gehen, weil die halt immer noch mit am widerlichsten ist und auch am meisten Schaden rausprügelt. Oh fuck! Ich bin jetzt auch diesmal ein bisschen ruhiger, weil ich doch ziemlich konzentriert gerade bin an der ganzen Geschichte. Oh scheiße, da kommt ein Jungler. Doch nicht der Jungler, es war Lux. Das Risiko war mir zu groß, deswegen bin ich da nicht reingegangen. Steht 1 zu 4 schon. Scheiße, noch ein. Das heißt, außer dem First Blood ist da wirklich nichts bisher passiert. Ja, das mit der Sache mit dem Mia-Coin, einerseits hat Leona recht, Mia-Coin sollte man schon, das, wer jetzt unten den Chat gerade liest, wird sich mir gerade beschwert, warum Kassadin in der Mitte kein Mia gecallt hat. Hat er auch nicht, selbst das Pingen wird auch gerne mal überhört und deswegen achte ich nicht nur allgemein darauf, auf die Karte, was in den Randbereichen gerade passiert, was wichtig ist, sondern auch hier unten die Minimap. Die Minimap ist so gesehen eins mit der wichtigsten Elemente im Spiel, auch wenn ihr so gesehen euch darauf verlasst, dass die Leute Mia scrollen oder auch nicht. Haltet immer die Minimap im Auge. Weil es ist nicht so gesehen die naja, also wenn jemand Mia vergisst, das kann immer mal passieren. Abgesehen davon ist die Lane jedes Mal für sich selber auch zuständig. Die müssen alleine klarkommen, auch ohne den Jungler. Und man kann nie den Jungler in die Schuhe schieben, von wegen, du warst nie da zum Ganken oder irgendwie so ein Kappes. Okay, jetzt bin ich tot. Und Kassadin könnte den jetzt so leicht dive'n. Jawoll! Nice! Oh scheiße. Nein! Jawoll! Das finde ich toll. Genauso muss es sein. Ich hasse es nämlich, ein Carry zu werden. Das schaffe ich nämlich eh nie. Von dem her. Alles wunderbar. Die Botlane ist eingerissen. Das heißt, ich muss dann nur noch wenn hin zum Farmen. Und der Farm sieht mit 42 Minions zwar und 10 Minuten noch nicht so doller aus. Ich bin eigentlich eher der Mid- oder Top-Spieler. Der hätte dann bis jetzt dann schon weitaus besser ausgesehen. Wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal so stumpf von aus. Aber gut, kann man jetzt ja halt leider nicht ändern. Ich bin jetzt halt dort der doofe ADCler und ich muss angeblich jetzt versuchen, alles zu retten, was eh nicht funktioniert, aber... Bleib hier! Hehehehe!
Ihr Pisser! Und ich bin short. Aber ich habe jemanden in den Tod gerissen! Das ist doch auch schon mal was wert. Nachdem ich das jetzt hier fertig habe, werde ich mir auch dann anschließend, oder nachdem ich jetzt hier dann gleich das Blade of the Ruined King geholt habe, werde ich mir gleich den Melody auch noch holen. Warum Blade of the Ruined King? Das liegt daran, dass wir einfach als Gegner Zack haben, Woli und Ali. Was heißt, es sind drei Leute, die später ziemlich stark tanky sein oder auch werden können. Heißt ja nicht unbedingt, dass sie gerade sehr tanky bauen, aber generell sind diese drei Charaktere halt sehr tanky. Vor allen Dingen Wolibear. Alleine schon wegen seinem W-Skill, der ja nur richtig schöne perversen Schaden macht, wenn man ordentlich Leben hat. Der Biss hat eine Lebensratio oder eine Lebensskalierung. Und deswegen wird er auch sehr gerne sehr viel auf Tank gespielt. Attack Speed und Tank so gesehen. Jetzt hätte ich doch schon fast einen ganz großen Fehler gemacht. Na, jetzt den hier und jetzt den nach vorne. Jawohl, und jetzt den großen. Quatsch. Und hier irgendwer drinnen? Nö, alles ruhig, alles weg. Von wegen Good Job. Die Tante ist dabei gestorben. Da gibt es keinen Good Job dran. Wir haben zwar zwei Kills gezogen, aber dafür auch einen Kill investiert. Naja, es ist immer noch positiv für uns, aber trotzdem. Hätte besser laufen können. Aber dafür bin ich jetzt zumindest ausgeglichen. Und Top hat Probleme. Gleich sollte ich da auch noch vorbeischauen. Mal ganz gemütlich Hallo sagen. Oh, feiner Stunt. Bäm und weg. Machen wir schnell die Mitte einreißen. Wenn wir es hinkriegen. Das ist wahrscheinlich eher weniger, aber wenigstens konnte ich noch ein paar Hits machen. Geh weg, Ali! Ja, jetzt sollte ich aber wieder runtergehen, weil da unten ist nämlich jetzt hier gerade Reeves dabei, Akali auseinander zu rupfen. Sprengen. Was macht die da? Warum ist sie nicht? Oh. Das war klar, den konnte er noch wenigstens holen, sondern jetzt aber... Ah, kommt er noch weg? Nein, keine Mana. Da hatte er keine Mana mehr. So, jetzt hole ich mir erstmal den Melody. Und dann anschließend geht's dann aus
auf den Blade of the Ruined King und auch den Hextech, den werde ich mir auch gleich holen. Oder zumindest mal anfangen, vielleicht schon mal zu bauen. Und anschließend muss ich mal schauen, vielleicht, wenn es dann klappt, wenn ich noch so weit komme, werde ich dann noch den Skinzer holen. Das hole ich mir halt auf Kopf auch noch verdammt gerne. Na, kommt das dann? Ja, wusste ich's. Nein, nicht werfen! Hauptsache ist tot. Eigentlich die Hauptsache. Nein, 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 nein. Oh. Schwein gehabt. Komm, komm, komm! Oh, fuck. Jetzt geht's erstmal ab nach unten, da ist nämlich schon Ali unterwegs und will den Tower von mir unten einreißen. Und Leona, man darf ja nicht vergessen, ne? Supporter sollte man auf der Botlane auch immer erwähnen. Das ist nicht der ADCler alleine, der das ja macht. Dafür hat man ja, oder eher gesagt, der Supporter leistet ja die Haupthilfe eigentlich mit, damit es unten funktioniert. Aber ein guter Supporter ist auch scheiße, wenn der ADCler einfach nur grottendämlich ist. So wie in meinem Fall, aber da habe ich ja eigentlich bisher eher Glück gehabt. Von dem her, das hat ja bisher recht gut funktioniert. Drache, Drache, ja, ich weiß nicht, Drache holen ist so eine Sache. Ah, Scheiße! Nein! Ein Assist! Noch ein Assist! Noch! Nee, kein mehr, schade. Nice! So spiele ich gerne ADCler. Ich feede mich zuerst rein, um dann anschließend Assists zu kassieren. Dafür kriege ich auch Geld. Besser als gar nichts. Oh, mal schauen, wie sich da oben Gangplank macht. Der hat sich ja momentan dann mit Zack angelegt auf der Top Lane. Ja, mal vorbeigehen. Ja, wie ich mir dachte, Zack geht nämlich auch schon direkt auf Leben. Macht natürlich auch Sinn wegen seinen Passiven. Und auch wegen den ganzen Schleimbolzen halt, die er ohne Ende da versprüht. Macht beides Sinn. Ist halt sehr stark lebensskalierend so gesehen. Oder was halt lebensskalierend ist, ist es nicht wirklich. Aber die Ulti brauche ich bisher nur auf Level 1. Ich gehe lieber direkt auf die Sachen für die Auto-Attacks. Oder mal schnell hier den Tower wegreißen. Warum ist Dingens abgehauen? Ich weiß, dass ich scheiße bin. Ich habe ja auch nicht nachgefragt, ADCler zu sein.
Aber bisher sieht es eigentlich nach ganz gut eigentlich aus mit 17 zu 18. Ich weiß gar nicht, was die haben. Die können das Game noch weiter carryen. Ja, toll, Leona. Ich bin scheiße, aber selber rennst du jetzt dann und noch voll in die Falle rein. Das ist ganz toll. Hast du super gemacht. Toll, und jetzt brechen sie ab, oder was? Jetzt, wo ich da bin. Super. Ist ja herrlich. So, aus Fraglichkeit schlage ich jetzt den Blauen an. Wenn er für Cooldown Reduction holt. Für nichts anderes. Oi, was Schönes ist da. Oh nee, was machen wir da? Macht er nicht mal Schaden? Ich mach dem gar keinen Schaden. Na, schauen wir mal, was noch draus wird. Noch ist es hier nicht vorbei. Tü-tü-tü-tü. Erstmal ein bisschen hochfahren. So, jetzt steigere ich aber die Ulti einmal. Ich habe die Befürchtung, dass entweder Kassadin nicht unbedingt, aber vielleicht wird Gangplank gleich sterben. Die laufen mir einfach im Moment alle zu sehr alleine rum. Mal schnell hier die letzten paar Minutes absahen. So, und jetzt hau ich hier ab. Da sind sie nämlich schon in der Mitte dabei. Oh, ich sollte jetzt aber nicht unbedingt gerade durch den Wald rennen. Das wäre jetzt eine ganz beschissene Idee. Aber wenn ich Pech habe. Ah, da sind sie nämlich schon. Dann gehe ich lieber an der Seite her. Was macht da... Warum? Oh nee, ne? Was brauche ich denn jetzt hier als nächstes? So, ich brauche jetzt erstmal einen
gehe jetzt auf Gilgo. Bam. Weggeschossen. Na, kriegen wir sie? Nö. Kein bisschen. Na, wo ist er? Der ist abgehauen. Ah, da ist er. Na gut, den hat er auch so hingekriegt, dafür musste ich jetzt nicht helfen. Ja, so langsam kommt der Schaden durch. Warum machen die da schon wieder ein Teamfight ohne dass alle da sind? Das verstehe ich nicht. Warum machen die so einen Scheiß? Können alle so schnell in den Kampf rein und wieder raus? Das ist echt. Ah. Ist mehr als ärgerlich. So, jetzt geht's erstmal ab nach Bot. Auch wenn da schon Dingens hin zu unterwegs ist, das ist mir egal, ich brauche auch Geld. Brauche alles! Oh, was machen die denn da? Unseren Roten haben sie auch geklaut. Schöne Scheiße. Na gut. Was soll's. Bräuchte ich irgendwie gleich noch ein bisschen mehr AP. Oh, na also. Oh nee! Das kann doch wohl echt nicht sein.
da hinten noch den doofen Sekt kaputt kriegen. Nee, klar, da hauen wir direkt ab. Wenigstens habe ich noch ein Minion gekriegt. Ich wünsche mir eigentlich den alten Madrid wieder. Der war ein richtig schönes Item. Machen wir das. Okay, als erstes machen sie Grievous kaputt. Wenigstens etwas. Da war noch was Dickes. Alles hinterher, jawohl. Ist aber schön, die lassen sich irgendwie ein bisschen ablenken. Die lassen sich so ein bisschen ablenken. Eigentlich sollten sie versuchen, wenigstens zuerst auf die Lux zu gehen, weil die ja im Moment wirklich die absolute Damage-Dealerin ist. Aber trotzdem scheinen sie es irgendwie nicht so wirklich gut hinzukriegen. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich strahle jetzt natürlich auch nicht mit absolutem tollen Leistungen hier, eigentlich sind die voll für den Arsch, aber egal. Aber es hat gerade eben geholfen, dass Lux wenigstens direkt gestorben ist. Zack, einer weg. So eine Scheiße. Fast. Fast erwischt. Die Bitch. Kommt. Deckt erstmal zurück, sobald er sich die Lux zeigt, weil die ist dann doch etwas wiestig. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir liegen mit den Kills aber gar nicht mal so unübel, also die Chancen stehen eigentlich noch sehr gut, dass wir das Ganze hinkriegen. Attack Speed von 2,4, das ist richtig schön. Genau so muss es auch sein. Ich muss nur zusehen, dass ich jetzt so schnell wie möglich den Phantom Lancer zusammenkriege.
Oh, das wird scheiße, das wird scheiße. Ich habe dann jetzt irgendwie so ein doofes Gefühl. Die werden jetzt gleich hier direkt Akali auseinanderpflücken. Wahrscheinlich ja, wir teilen uns auf und dann rein und das war jetzt irgendwie so. Los jetzt! Geht kaputt! Nehmt euch doch wenigstens den. Ja, jetzt den. Quadra, nice. Jawohl. Ja, nix Penta. Kann ich nicht sagen, da hat mir noch einer gefehlt. Und diese Akali ist verdammt aggro. Ich sollte auch mal wieder Akali spielen. Mache ich auch verdammt gerne, wenn ich aggro bin. Sehr schön. Jo, so, dann habe ich das Ding fertig. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch zwei Items. Und dann habe ich meinen Phantom Lancer zusammen. Genau den will ich haben. Und anschließend geht es dann aufs Infinity Edge. Damit ist dann der Sache genug getan. Danach ist mein Bild komplett, auch wenn es ein bisschen ulkig aussieht. Ich bin halt noch den alten Cod gewöhnt. Und ich versuche den auch noch immer irgendwie so zu spielen, den alten Cod. Auch wenn ich weiß, es geht eigentlich nicht. Weil die Hybrid-Skillung komplett abgeschwächt wurde. Dadurch, dass der Madrid nicht mehr da ist. Aber ich versuche es trotzdem immer noch irgendwie. Sieht es jetzt hier eigentlich aus? Ja, das so an sich. Ich wollte gerade sagen, abhauen brauchst du nicht, weil wir sind jetzt hier ja gerade zu fünft. Könnten wir jetzt hier gerade schnell durchziehen, so gesehen. Es geht Richtung Baron, es geht Richtung Baron. Die sind beim Baron. Scheiße, da kommt ein dicker Eingeflogen. Ja, das war's. Das war's sowieso. Und das wird nice. Hoffen mal, jetzt hat es. Ne, natürlich hat es gemacht. Natürlich hat es in 4 gegen 5 gestartet.
sind die jetzt? Sind die jetzt von Baron oder sind sie in der Mitte oder wie lange haben die rum? Da muss ich jetzt nur aufpassen, dass sie mich nicht sofort kriegen. Das wäre scheiße. Jetzt geht's da rein. Yes! Gebombt! Auf. Ah, das sieht jetzt gerade gar nicht gut aus. Die ganze Base wird gerade eingerissen. Und ich habe Disconnect! Wie schön! Oder auch doch nicht. Scheiße. Gut, wieder da. Sehr schön. So, was brauche ich denn jetzt? Oh, nee. Zu zweit. Ganz schlechte Idee. Was machen die da? Scheiße, nicht drauf geachtet, dass unten jetzt Grievous reingerannt. Wenigstens haben sie mir auch gekriegt, das ist ein kleiner Trost. Jetzt gehe ich jetzt hier auf den Hextech oder hole ich mir doch lieber den Billig Water. Fehlt mir aber noch ein bisschen was. Und jetzt nehme ich mir einfach das, was da ist. Jonas ist mal wieder alleine unterwegs. Das ist Blödsinn, da brauchen wir jetzt nicht mal reinrennen. Carry Akali FTZ.
Ist aber schnell wieder zurück, weil die Base wird nämlich gleich sonst angelaufen. Das wäre doch jetzt ein bisschen beschissenes Ende. Gehe ich mal schnell nach Top, weil Leona kriegt das alleine eh nicht hin, denke ich mal. Patsch, 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 patsch. Abgesehen davon brauche ich Kohle. Ein bisschen aufräumen ist immer gut. Jetzt darf ich nur... Da muss ich auffallen, ich glaube, ich gehe jetzt hier lieber wieder zurück. Das ist besser. Da war nämlich gerade eben in der Mitte, war da gerade Grievous. Ich habe nämlich keinen Bock, dass die mich da jetzt gerade eben abholen an der Seite. Ne, beim Baron waren sie nicht. Gut, den blauen habe ich doch nicht aus Versehen geklaut, ich dachte schon. Wie viel brauchen wir jetzt eigentlich noch für das Hextech? 2-2, scheiße. 1000 fehlen mir jetzt noch. Dann sollte ich mir vielleicht jetzt, weil ich glaube nicht, dass ich das noch fertig kriegen werde, ich werde mir jetzt Consumables holen. Damit ich zumindest etwas habe. Scheiße. Ja, den müssen wir aufgeben. Greifen wir den bitte aber an. Weg damit! Ich bin vielleicht ein scheiß ADCler, aber ein bisschen was kann ich doch noch. Komm schon. Jawohl. Ja, jetzt kommen sie. Blub. Schnell zurück. Schwein gehabt. So, 2200 sind voll. Sehr schön. Hextech Gunblade. Da ist es doch. Das letzte Item. Das heißt, es ist nur noch die Schuhe ausbauen und dann anschließend kann ich mir überlegen, was ich mache. Jetzt kommen wir über die Mitte. Ich würde mir jetzt eigentlich gerne noch mal einen Trank schnell holen, aber ich glaube, wenn ich jetzt zurückgehe, dann stürmen sie rein. Und da sind sie doch, die kommen unten. Das heißt, es ist für mich zurückhalten, versuchen, in irgendeiner Art und Weise nicht gepackt zu werden.
Jetzt brechen sie durch die Mitte durch. Oder auch nicht. Nicht rauslocken lassen, nicht erwischt werden. Und ich würde so gerne jetzt einmal mal schnell, ich mache das jetzt einfach mal. Das ist zwar jetzt ein großes Risiko, was ich mache. So, und jetzt heißt es ghosten und hin. Bevor irgendwas passiert. Jetzt habe ich mir wenigstens auch nochmal die Tränke wieder voll. Einmal Lanes pushen und dann können wir versuchen in der Mitte jetzt einen Teamfight zu initiieren. Vielleicht klappt das dann sogar auch. Das wäre nämlich ganz geil. Das Game läuft jetzt mittlerweile schon fast eine Stunde. Also wenn wir das jetzt noch hinkriegen als Win, das wäre natürlich genial. Oh, scheiße! Ja, und da bin ich gestorben. Da hat sie mich direkt zerrupft. Das schaffen die nicht. Die Dinger werden gleich eingerissen. Oh, die Tante macht aber ordentlich Schaden. Und wenn sie jetzt mal aufhören würde zu farmen, das wäre dann sogar ganz geil. Bot und Top werden jetzt hier gerade eingerannt von Minions. Das ist echt scheiße. Wir verlieren jetzt gleich einen Inhibitor. Das ist ganz schlechtes Timing. Komm, 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 komm. Genau das hätte nämlich nicht passieren dürfen. Was macht Akali jetzt da oben? Vor Captain Homeguard. Ja, das war so klar. Das war so dämlich. Sich jetzt killen zu lassen. Schön, wenigstens etwas. Ein Kill wieder für mich. Das heißt aber auch, jemand jetzt mit viel HP fehlt bei denen. Noch einer. Schön, dass die mich einfach zurücklassen. Einfach so, ja, der kommt schon irgendwie alleine klar, oder er gesagt, ja, der macht doch eigentlich eh nichts. Scheiß drauf, lassen wir ihn verrecken. Als Ziel kann er ja immer, oder als Ablenkung kann er ja immer noch fungieren. Ganz toll. Vier Sekunden ist Zack wieder da. Doch, der kam mal angestürmt. Und ich
haut ab. Das sieht doch gut aus. Mittlerweile kommt auch der Schaden durch. So, jetzt noch nicht so dermaßen viel, könnte weitaus besser sein, aber der Schaden ist da. Ich glaube, der Baron ist auch wieder zurück. Jupp, der Baron ist auch wieder da. Muss ich nur aufpassen, dass ich spät genug in den Kampf reingehe. Nicht, dass die mich erwischen. So kann ich eventuell noch Lux gut ausschalten. Das wäre jetzt nämlich extrem scheiße, wenn wegen einer Fehlpositionierung ich jetzt sterben würde. Ja, und das war's. Gehabt. Dann bin ich mal rausgekommen. Kann man jetzt hier noch helfen? Jawohl, Double. Und das war's. Ich denke, dieses Game haben wir dann noch glorreich gewonnen. Obwohl ich so scheiße war, muss ich sagen, Glück gehabt, ich habe sogar noch überlebt, was ich nicht gedacht hätte. Und damit verabschiede ich mich. Ich würde sagen, danke fürs Zusehen, falls ihr bis hierhin überhaupt noch ausgehalten habt. Und man sieht sich dann bald wieder. Na, Cock tanzt sogar noch ein bisschen. Na gut, das war's dann jetzt aber erstmal. Ich sage danke fürs Zusehen und bis bald.